So. Jetzt wären es doch drei Videos. Ich wollte eigentlich nur. Ich schneide auch die Videos nicht zusammen, weil ey, das ist ja noch, das ist ja noch mal mehr Arbeit. Also wie gesagt, du hörst diese drei Worte, denkst auf einmal, wow, danke, sagst aber dazu nichts. Du nimmst es einfach hin. Und das ist auch das gewesen, warum mein Körper denn auf einmal gesagt hat, so, Mädel, weil du jetzt immer mehr in deine Seele hineinfrisst, immer mehr schluckst und nicht mal anfängst, dich zu wehren oder deine Meinung zu sagen, Prost. Werde ich jetzt mal krank, um dass du eventuell mal auf mich hörst oder auf deine Seele hörst oder auf deine innere Stimme oder keine Ahnung was. Wie gesagt, es gab es einiges, was ich geschluckt habe, wo ich zwar selber manchmal auf den Tisch gehauen habe und gesagt habe, ey, hier, bescheuert oder was, wo du auf den noch geheult hast, weil du du hast in diesem Moment, wenn man zu dir gesagt hat, ich sage jetzt mal, guck dich mal an, wer bist denn du, was willst denn du? Was hast denn du? Ja, so diese seelische Grausamkeit, diese seelische Körperverletzung letztendlich. Ja, aber wie gesagt, dazu im nächsten Video mehr. Und wie gesagt, ich hatte es ja in meinem zweiten Video erwähnt. Jetzt erwähne ich es nochmal. Dieses Video möchte meine Familie nicht sehen und möchte auch meinen Ex nicht sehen. Ich könnte es auch privat machen. Somit sicher gehen, dass es der oder die nicht sehen. Aber ich sage mir immer, wer nicht hören will, läuft selber in sein Unglück hinein. Ja? Wie gesagt, ich habe jetzt im zweiten Video darauf hingewiesen, sie möchten sich das mit keins, also mit Sicherheit möchten die das nicht wissen, was die mir angetan haben. Ob das mit Worten war, mit Gesten oder mit Taten, möchten die nicht wissen. Ich glaube auch, dass die in dem Moment. Doch. Wie gesagt, meine Therapeutin meinte ja, die haben es unbewusst gemacht, aber letztendlich doch bewusst, weil sie es anders nicht gelernt haben. Ihr wollt euch mit eurer Kindheit nicht auch auseinandersetzen, also lasst es lieber, diese Videos mit anzugucken. Damit meine ich jetzt wirklich nur meine Familie, damit meine ich meine Eltern, meine Geschwister. Und mein Ex. Weil das sind immer die. Also meine Mutter ist letztendlich die Hauptfigur in dem allem. Und letztendlich hat sich mein Ex damals gesagt, es leuchtet dir ein, wenn du dich damit auseinandersetzt. Also mein Ex hat sich damals von meiner Mutter anstecken lassen. Sicherlich bin ich selber dran schuld, dass ich solche Menschen in mein Leben gelassen habe. Also sprich mein Ex und den ich davor hatte. Ich meine, das war ja auch kein
kein lieber Kerl. Aber mein Ex, mit dem ich meine zwei Kinder habe, ist genau derselbe Charakter wie mein Ex-Ex. ja, nur dass er eben halt nach außen hin eine sehr gute Show ablegt und abzieht. Also wie gesagt, ich kann es nur noch mal zum vierten, fünften, sechsten Mal wiederholen. Ich weiß gar nicht, wie ich dieses Video nennen werde. Vielleicht habt ihr ja Vorschläge, wie man den Titel für das Video, das ist ja eine Rückreise in eine Vergangenheit. Rückreise in die Vergangenheit, ja, das ist doof. Was ist warum, wie, nee. Also, wie gesagt, vielleicht habt ihr ja irgendwelche Anregungen oder Vorschläge. Hey, Eva, so oder so kannst du das nennen. Also, es geht ja, wie gesagt, um meine Vergangenheit. Ja, Kindheitsbewältigung? Krankheitsbewältigung? Weil es hat ja irgendwo alles miteinander zu tun, ja. Meine Therapeutin hat gesagt, und da hat sie auch ja nicht mal so Unrecht, das, was man ist, also sehr mehrere Sachen, aber so wie man ist, wie man sich selber fühlt, das zieht man auch an. Und dann hat sie noch gesagt, Frau Wienroth, machen Sie sich bitte immer bewusst, dass es in dem Sinne gar keine Krankheiten gibt. Es gibt nur Krankheiten, die man selber zulässt. Das heißt, um das mit einem Satz zu erklären, ist die Seele kaputt, kann der Körper nicht gesund sein, weil beides gehört mit dazu. Und nur eine gesunde Seele, oder nur wenn die Seele gesund ist, kann der Körper auch wieder gesund werden. Und ja. Oder wo man auch zustimmen muss, ist, finde zu dir selbst und finde dich niemand. Oder ja, man hat immer zu mir gesagt, so wie es im Wald scheint, so scheint es auch wieder raus. Das erinnert mich dann wieder so an Sachen, wie gesagt, die ich in dem nächsten Video erzählen werde, wo ich immer noch keine Überschrift habe. Vielleicht könnt ihr mir in den Kommentaren was reinschreiben. Wenn nicht, dann suche ich mir einfach irgendwas aus. Aber mal ganz ehrlich, wenn der Wald, ja, wenn man da nur reinruft, ey, du bist dunkel, du bist scheiße und guck dich mal an, dein